Das soll schon schief laufen. Ha, kein Problem. Ich habe so keine Ahnung, was ich hier mache, außer vielleicht ein Versprechen einzuhalten. Und zwar habe ich 2018, genau letztes Jahr, ein Bild fertig gemacht und somit Phase 1 eines Projektes zu Ende gebracht, sagen wir mal so, und zwar das GGG-Projekt. Ein Danke-Projekt halt für Gronkh. Und naja, kurze Rede, gar keinen Sinn. Ich habe euch versprochen, auf dem Laufenden zu bleiben und Phase 2 kam erwartet schneller an als gedacht. Eigentlich ist es noch gar nicht da. Eigentlich, ich nehme das jetzt am Samstag auf. Und wie soll ich sagen, eigentlich sollte es Montag oder Mittwoch ankommen. Aber gut, positiv für mich. Den Aufkleber, ja, adieu. Ja, wie ihr seht, kleine Hände, großes Paket. An sich ist das in A4, aber kommst du her? Ja. Einmal mit Profis arbeiten, ja. Ja, so viel dazu. Ach komm, scheiß drauf. Ja, zerstört. Oh, Debbie, so macht man doch kein Paket auf. Oh, wie kannst du nur? Solltest du jetzt irgendwelche Fails machen, kannst du es ja nicht nochmal aufnehmen. Pech gehabt. Ja, so. Ja, Moment. Weil da ist ein kleines Zettelchen. Und da muss ich mal kurz gucken. Ha, haha. Flup, weg damit. Bla bla bla. Bla 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 XXL. Halten Sie Ihre Sommer-Highlights fest. Bla bla bla. 15% Rabattgutschein. Bla bla bla. Ja, schön für dich. Damit. Wow. Ja, das ist das Projekt. Ist das nicht wunderschön? Gott, halt über den Tisch hier rum zu wurschteln. Ja, ich habe es zweimal bestellt, weil auf das Projekt bin ich doch ein bisschen stolz, dass ich das doch mal für mich behalten möchte. Ist das jetzt egoistisch, selbstverliebt? Keine Ahnung, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich nicht so der Mensch. Kommst du wohl, verdammt, der Fussel nochmal. Läuft ja super. Perfekt. Wow. Und ja, läuft ja noch besser. Ich geh weg. Wenn dann richtig, ne? Ach, da ist es ja. Komm. Nehme ich doch einfach das da. Das hier ist genau dasselbe, gleiche, wie auch immer. Bisschen dunkel, aber es macht den Charme nicht gerade, was auch immer. Ich labere Mist und davon eine ganze Menge. Das kann ich. Wo ist die andere Ecke? Da. Zack. Ecke, Ecke. Da ist es. Das Projekt wurde endlich gedruckt. Ja. Und auf Rahmen gepackt. Mehr gibt es eigentlich nicht. Außer zu sagen, dass ich halt richtig froh bin. Das sind über 180 Charaktere. Und wie gesagt, ich saß an dem Bild. Natürlich nicht kontinuierlich, aber 2 Jahre. Mit ein paar Monate, als mein Rechner gestorben ist, aber das ist eine andere Sache. Es ist gedruckt. Oh mein Gott, es ist gedruckt. Ich meine, natürlich ist es gedruckt. Wie Sie sehen, ist dies ein Produkt und ich habe mein Versprechen eingehalten. So, genug von meiner komischen Stimme. Hier ist es. Ergötzt euch daran. Oder schmeißt das Video in die Tonne. Egal. Das war's. Mehr gibt's nicht. Oh Gott, man merkt, ich habe keine Ahnung von sowas. Egal, soweit ist es auf jeden Fall. Und ja, jetzt geht's in Phase 3. Texte schreiben, nochmal vernünftig einpacken und weiter verschicken. Danke fürs Zusehen. Ich hau da mal ganz schnell ab. Ganz schnell.